Ich grüße dich auf meinem Kanal Novis Genießerstübchen und heute mache ich mit dir einen Salsiccia-Rap. Eine 2.0-Version. Hä? 2.0? Ja, wir sind mittendrin in einer Challenge 2.0 oder auch anders gesagt, aus alt macht neu. Dazu aber gleich mehr. Diese Challenge 2.0 oder aus alt macht neu hat Grillcoach Gerrit ins Leben gerufen und nominiert hierfür. Das hat mich die liebe Tina von Barbecue Tina. Da sage ich doch glatt mal Danke. Aus dem Bratwurst-Rap wird mein Salsiccia-Rap. Aber wen nominiere ich denn jetzt? Ich verrate es dir später. Bleib dran bis zum Ende. Kümmern wir uns jetzt erstmal um die Salsa, dem Basissöschen sozusagen, dem Fundament. Also habe ich hier Tomaten genommen und von oben und von unten kreuzweise eingeritzt. Und dann in eine Schale gelegt, gebe ich kochendes Wasser rüber. Dies Ganze lasse ich dann für etwa 5 Minütchen durchziehen. Und wie ihr seht, sehen die Tomaten nicht mehr so ganz prickelnd aus. Eine Stelle hier, eine Stelle da, alles ist okay. Zum Wegwerfen viel zu schade und für mein Rezept für die Salsa genau richtig. Schwuppdiwupp und schon ist die Zeit um. An den Schnittstellen siehst du, wie sich die Haut schon hochkrempelt und das, genau das wollte ich erreichen. Also raus aus dem Wasser. Ich fische mir erstmal alle Tomaten raus und dann spüle ich sie ganz kurz mit kaltem Wasser ab, damit es nochmal so einen richtigen Kälteschock hinterher gibt. Jetzt geht's unter die Haut. Also ich entferne erst einfach mal die Pelle, viertel dann die Tomaten. Und entferne einfach die Kerne und das Glitschige drumherum. Zack und weg damit. Jetzt brauchen wir einfach nur noch dieses Tomatenfleisch in kleine Stücke schneiden. An der Feuerstelle habe ich mir jetzt meine Zutaten aufgebaut, die ich nun gleich benötige. Alle Zutaten und Infos zur Challenge übrigens findest du in der Infobox wie gewohnt. In der Pfanne erhitze ich mir nun das Olivenöl und brate darin meine Zwiebelchen mit dem Knoblauch, das Tomatenfleisch und die Chili an. Feuerfrei. Nach 3-4 Minütchen gebe ich dann auch schon ganz komplikationslos die restlichen Zutaten mit dazu. Also ganz ehrlich, dieser Duft, der sich hier gerade breit macht, der ist zum Weglöffeln gut. So, ich lege jetzt einfach den Deckel drauf, damit auch wirklich nicht die Gefahr besteht, dass ich dabei gehe. Und lasse das Ganze für, ich sage mal, 10-15 Minuten bei mittlerer bis schwacher Hitze vor sich herköcheln. So, Salsa-Check erledigt. Weiter geht's. Dies sind nun meine Zutaten für den Wrap, der gleich zusammengebaut werden will. Doch bevor wir ans Bauen gehen, geht's nochmal an die Feuerstelle. Hier erhitze ich mir nochmal in einer Pfanne etwas Olivenöl und brate ganz kurz die Zucchini und die Zwiebeln an. Die gefallen mir jetzt auch schon ganz gut und die schiebe ich jetzt einfach mal ein bisschen an die Seite, weil ich jetzt gleich Platz für meine Salsiccia brauche. Ich mag die Salsiccia total gerne. Das Brät ist immer kräftig gewürzt und der Fenchel darin gibt dem Ganzen, zumindest für meinen Geschmack, immer das gewisse Etwas.
Mit einer Mischung aus Salz und Kräutern der Provence gebe ich dann auch nochmal den Zucchini-Scheibchen ein bisschen Geschmack ab. So, Freunde, und jetzt geht's ans Zusammenbauen. Ich schnapp mir jetzt meinen ersten Wrap und schneide ihn bis zur Mitte ein, damit ich ihn später gut falten kann. Gedanklich teile ich mir jetzt diesen Wrap in 4 Viertel auf. Im Viertel unten rechts verteile ich etwas von meiner abgekühlten Salsa und lege darauf 2 angebratene Salsiccia-Hälften. Auf das Viertel oben rechts verteile ich dann etwas Eisbergsalat und etwas Mozzarella. Das Viertel oben links bekommt dann meine Zucchini-Mischung ab. Und unten links im Viertel verteile ich meine Tomatenscheiben mit ebenfalls wieder etwas Mozzarella. Spontan überlegt, verteile ich noch mal ein bisschen Mozzarella. Schließlich dient er mir ja auch als Klebstoff, wenn ich den Wrap gleich anbrate. Die rechte Seite des Wraps klappe ich mir jetzt erstmal bis zur Hälfte hoch. Klappe das Gefaltete dann rüber auf die Zucchini und dann weiter auf die Tomaten. In der nicht ausgespülten Pfanne brate ich mir dann den Wrap in dem Salsiccia-Sud sozusagen von beiden Seiten noch mal kurz an. Hohoho, stabiles Teil, oder? Das schaut nicht nur klasse aus, es schmeckt noch um Längen viel, viel besser. Lasst mir einen Daumen nach oben, einen lieben Kommentar oder sogar ein kostenloses Abo da. Ach ja, da war ja noch was, die Challenge. Ich nominiere doch gleich mal den Hessen JJ. Und auch den Raffi. Und auch noch die liebe Gabi. Abonniert unbedingt diese tollen Kanäle und lasst euch überraschen, was sie in nächster Zeit von mir nachkochen werden. Liebe Grüße, die Novi.